guess what? We're shitty people, Joel. It's been that way for a long time. No, we are survivors. This is our chance. It is over, Tess! No matter what, you keep finding something to fight for. Stop with the bullshit. What are you so afraid of? It's okay, baby. We're safe. We're safe. Make this easy for me. No, no, just go! Just fucking go. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Video. Ich bin Sayoshi und schön, dass ihr eingeschaltet habt, Leute, zu The Last of Us. Mein absolutes Lieblingsspiel. Ich hab's vor... ist so alt, ne? Das Spiel ist extrem alt, ne? Aber es ist das beste Spiel der letzten 10 Jahre, wie ich finde. Ich hab mich damals so in dieses Spiel verliebt einfach nur und hab's leider komplett vergessen. Hab aber jetzt endlich, wie ich damals angekündigt habe, das neue Aufnahmeprogramm. Die Elgato und deswegen spielen wir das Ganze jetzt mal in voller Pracht, 1080p und 60 FPS. Wir machen ein ganz neues Spiel, Leute, und ich bedanke mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, wir haben ganz viel Spaß in diesem Let's Play. Ich bin nicht der Einzige, der diese Konsole benutzt hat, deswegen sind da noch ganz viele andere Spielstände von meinem Bruder und so. Also wundert euch nicht, warum da gerade Millionen Spielstände waren. The Last of Us ist einfach nur ein Gefühlswahnsinn, der eine Explosion der Emotionen, so kann man es nennen. Und ich habe mir gedacht, ich mache das Ganze sogar mit Facecam. Hoffe, es funktioniert jetzt alles. Habt ihr Elgato gerade bekommen? Gerade kam der Postbote, habe die sofort angeschlossen und dachte mir, komm, machst du sofort ein Video. Und das ist die erste Folge von The Last of Us. Ja, Leute, ich kann euch nur sagen, Endzeit. Ich liebe Endzeit-Spiele. Doch dieses Spiel hat diesen ganz gewissen Flair. Ich weiß auch nicht. Sony Computer Entertainment Presents. A Naughty Dog Game. Tommy, ich... Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines Biest. Sie ist schön, aber... Ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Guten Abend.
Du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy? Wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also. Onkel Tommy? Hallo? So. Was ist denn da los? Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Dawn of the Wolf. Der sieht ein bisschen aus wie hier, der Vater von ihr, oder? So als Wolf, als Werwolf. Ach, Leute. Was liegt denn hier Schönes? Ach, verdammt. Die habe ich total vergessen. Congratulations. Ein Geburtstagsbüchlein. You are not a fossil yet. Happy birthday. Ah, das ist Sarah, okay. Die wollte sie also ihrem Papa schenken. Wir sind hier gerade in der Rolle von Sarah. Das ist ihr Zimmer. Und, oh, diese Sterne, ne? Oh, die hatte ich damals auch. Als ich kleiner war, hatte ich die komplette Decke damit voll. Fand ich richtig cool. Die muss man nämlich erst mit einem Licht aufladen. Irgendwie so ist das. Und, ja, dann leuchten die, wenn es dunkel ist. Also wenn man das Licht ausmacht, das ist echt schön. So, können wir noch irgendwas mit dem Telefon machen? Es ist tot. Okay, die Leitungen sind tot. I love music. Okay, dann gehen wir einfach mal weiter und schauen mal, wo denn Joel geblieben ist. Dad? Scheint aber ziemlich ruhig zu sein. Was finden wir denn hier? Idyllisch, so beim Klo so ein paar Fische zu haben. Okay. Eine Zeitung. Emergency. Mysterious Infection. Nicht gut. Also ein ganz schlichtes Bad, wenigstens keine Fliesen. Wir haben nämlich Fliesen, Daddy? Im Bad. Ich finde das total hässlich, ne? Wir wollten aber sowieso mal unser Bad auseinandernehmen. Und ich finde Fliesen so hässlich, ne? Aber ich meine, das hat man eigentlich immer im Bad. Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Verdammt, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen. Und, sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, los! Es scheint, dass die Soldaten hinter mir... Was war das? Boah, das scheppert richtig an meinem Headset. Scheiß die Wand an. Dad? Krass. Okay, das ist wahrscheinlich das Zimmer von Joel. Hier mit so einer Fitnessmaschine, ne? Da mache ich mich immer... Ich bin immer noch krank, Entschuldigung. Ich mache mich da mal drüber lustig. Ne? Dad! Wenn du so ein Fitnessgerät im Zimmer hast, ne? Das ist ja Mord. Ich könnte da niemals schlafen in diesem Zimmer, wenn da so ein Fitnessgerät steht. Das wäre Horror. Das wäre Horror an sich. Okay, die Hunde scheinen auch sehr unruhig zu sein in der Nachbarschaft. Aber Joel ist irgendwie nicht da. Joel? Oh, ein Handy. Ein Telefon. Nein, es ist ein Handy. Das ist doch kein Telefon. 8 Anrufe. Verdammt, wo bist du? 2:15 Uhr. Ruf an. Bin auf dem Weg. Okay, Tommy macht sich auf den Weg zu uns. 8 vermisste Anrufe. Scheint was extrem Wichtiges zu sein. Oh, eine Nachricht am Kühlschrank. I'm going to be home late tonight. Go ahead to order food. See you in the morning. Dad. And order food. Oh ja, Pizza bestellen erstmal. Aber... Ne. Ich glaube... Hundi? Hallo, Joel. Oh, da ist er. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Es sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind... Oh! Oh Gott! Jim! Dad! Jimmy, komm her! Komm her! Alles wird gut.
Nee, ich warne dich. Nein! Geh. Du hast ihn erschossen. Sarah. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Okay. Verdammt, warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich hab da eine Ahnung. Komm, Scheiße. Geh da rein. Da ist überall Blut. Das ist nicht meins. Lasst uns einfach ankommen. Scheinen sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Stell dir mal vor, habt ihr heute Morgen noch so den Postboten gesehen? Plötzlich rennt er da in eure Bude rein, so als Zombie. Weißt du, was passiert? Scheiße. Hey, Sarah. Wie geht's dir? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar. Doch. Also noch, ja. Noch geht's uns gut. Danke. Bin mal gespannt, wie lange sich das noch hält. Kein Radio. Ja, es geht super. Eben noch hat der Sprecher ballert. Und wo sollen wir hin? Er sagte, das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. So schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Ja, im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat es geschafft. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Okay. Ich rede übrigens so wenig, Leute. Da dürft ihr euch nicht wundern. Weil ich einfach, ich möchte diese Atmosphäre einfach. Wir haben doch Platz. Ich möchte euch so richtig rüberbringen. Fahr vorbei, Tommy. Stopp! Ja, das ist halt wieder so eine Frage, ne? Was macht man? Wenn so ein Virus ausbricht, ob man dann alle mitnehmen soll oder ob man dann eher für sich alleine kämpft oder versucht zu überleben. Ha, ich weiß auch nicht, was ich mich entscheiden würde. Das ist eine schwierige Sache irgendwie. Oh, das war jetzt aber puh. Daddy? Hey. Zurück, Travis. Zurück. Raus aus der Karre. Die Wand an, Alter. Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Oh nein. Da
so klein ist. Oh, fuck. Ach du Scheiße. Boah, hier bricht. Alter, jetzt lass mich doch mal durch. Hier ist total das Chaos. Hier geht gerade alles im Bach runter. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, was eine Panik ausbrechen muss, wenn plötzlich so Nachrichten so, ja, es bricht ein Virus aus und werden alle abkratzen. Was dann wohl für eine Panik ausbricht, ne? Also, so wie ihr hier gerade seht, ich glaube, dann geht echt alles im Bach runter. Weil die Menschheit dann total durchdreht. Guck mal, da ein brennendes Auto. Lala. Ey, du Wichser! Boah, dann muss ich auch. Ich darf nicht lachen oder zu laut reden, sonst kriege ich wieder einen Hustenkrampf. Ey, es ist. Auch gestern Life is Strange habe ich die ganze Zeit gehustet, wie so ein Bekloppter. Ich krieg das irgendwie nicht weg, obwohl ich Hustensaft so nehme. Bewegung! Los zum Highway! Los, du hast Sarah. Ich bin schneller als sie. Onkel Tommy? Wir treffen uns dort. Mach schnell. Oh, wo lang? Zum Highway. Ach, du Scheiße. Wir sind fast da. Das ist aber ein schöner Mond. Natürlich Vollmond, wenn so ein Scheiß hier passiert. Hallo, hinter mir ist irgendwo einer. Ich höre den in meinem Headset. Ich kann nicht schneller rennen. Hilfe. Hilfe. Oh Gott, die sind genau hinter mir. Puh. Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stopp! Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Oh nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß, es tut weh. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah! Kleines! Kleines, tu mir das nicht an. Bitte, tu mir das nicht an. Oh Gott. Bitte nicht. The Last of Us. Scheiße, Alter. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Es war unfassbar. Aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer Zuständigkeit... Schon seit 3 Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Vertraue auf die Fireflies.
Summer. Zwanzig Jahre später. Ich komme. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich zwei Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur zwei Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Okay, Leute, das war die erste Folge von The Last of Us. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich natürlich, dass ihr das komplette Video geguckt habt. Und ja, Leute, es wird sehr, sehr spannend weitergehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Yoshi.